Kommen wir zur Tagesordnung. Wir beginnen mit dem Punkt 68, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Bezahlbaren Wohnraum in Hessen schaffen. Landesregierung muss endlich handeln. 19/24/45. Das Wort hat der Kollege Siebel, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben das Thema bezahlbarer Wohnraum. Die Landesregierung muss endlich handeln. Deshalb zum Thema der Aktuellen Stunde gemacht, weil die Landesregierung nur unzureichend handelt und nicht in der Lage ist, das schwerwiegende Problem des Wohnungsmangels und des völlig überteuerten Wohnraums in Hessen in den Griff zu bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Situation, dass nach wie vor und dass seit vielen Jahren in Hessen 40.000 Sozialwohnungen fehlen. Und diese Zahl ist ermittelt worden, bevor die zahlreichen Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Und durch die Flüchtlinge in Hessen hat sich das Problem noch einmal verschärft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen uns Sorgen, dass die schwarz-grüne Landesregierung jetzt in Anbetracht des Flüchtlingsthemas nicht angemessen handelt, wie es denn sein müsste. Aber ich sage für die SPD-Fraktion, wir haben kein Flüchtlingswohnraumthema. Wir haben ein Thema allgemeinen Wohnraummangels in allen Segmenten, und in allen Segmenten wird zu wenig getan. Ich will hervorrufen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir jetzt die Wohnungssuchenden auf dem Wohnungsmarkt nicht auseinanderdividieren lassen dürfen, sondern dass wir das Problem insgesamt zu lösen haben. Es bedarf einer Initiative des Anpackens, des starken Anpackens, und da vermisse ich die entsprechenden Schritte der Landesregierung, um tatsächlich zu wirken, das zu tun, was jetzt getan werden muss. Ich will das an einigen Beispielen erläutern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat vor Monaten schon ein Programm zur Unterstützung der Kommunen und der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zum Bau von Flüchtlingswohnheimen und zur Qualifizierung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgeschlagen. Und zwar, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht als Darlehen, ich komme dazu noch im Rahmen Ihres kommunalen Investitionsprogramms, sondern als echtes Geld. Und ich verstehe nicht, dass das Land Hessen an dem Punkt nicht initiativ wird und nicht tätig wird, wie das andere Länder in der Bundesrepublik tun, beispielsweise das Land Rheinland-Pfalz. Dort ist schon vor einem Jahr ein entsprechendes Programm aufgelegt worden. Hier in Hessen ist die Untätigkeit am Wirken, und das ist ein schwerer Fehler, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, Herr Wagner, und weil Sie gerade so engagiert mit dem Kopf schütteln, will ich Sie an das erinnern, was Sie gestern im Rahmen der Debatten gesagt haben. Sie sagten, und das ist korrekt, dass Sie im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms ein Programm von 230 Millionen € aufgelegt haben. Erstens, das ist ein Darlehensprogramm. Zweitens, Herr Wagner, Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie das so gemeint haben, gesagt, dieses Geld würde ausschließlich für Wohnraum im Flüchtlingsbereich eingesetzt. Das waren Ihre Worte. Sie können es dann ja gerne korrigieren. Aber was ich an diesem Programm vermisse, Frau Staatsministerin, ist, dass Sie einmal definieren, in welchen Bereichen wollen Sie denn tätig werden. Wie viel von dem Geld soll im Flüchtlingsbereich eingesetzt werden? Wie viel von dem Geld soll für den Bereich mittlere Einkommen denn investiert werden? Da warten wir seit Monaten auf Ihre Initiative, und es passiert nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen einsehen, dass die Schaffung von Wohnraum die Herausforderung unserer Zeit ist. Vielleicht ist es notwendig, das tatsächlich zur Chefsache zu machen, so wie das in Wiesbaden passiert. Sven Gehrig hat es zur Chefsache gemacht, oder wie es in Frankfurt passiert. Dort hat es Oberbürgermeister Peter Feldmann zur Chefsache gemacht. Und dort passieren auch Sachen. Und dass gerade die Kollegen aus Frankfurt jetzt so rummaulen, das spricht schon, meine sehr verehrten Damen und Herren, für sich selber. Es wird immer wieder von der Opposition eingefordert, Herr Boddenberg, es wird immer wieder von der Opposition eingefordert, zu sagen, was es denn eigentlich sein soll. Ich will Ihnen nur einige Punkte nennen. Erstens. Die Mietpreisbremse und die entsprechende Verordnung dafür ist noch nicht fertig.
Das Programm für mittlere Einkommen ermöglicht im Hessischen Wohnraumfördergesetz ist noch nicht entwickelt. Es fehlt Ihnen an Fantasie einer Milieuschutzsatzung, um die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu verhindern. Sie könnten, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Novelle der Bauordnung zu einem Projekt kostengünstigen Bauens machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie könnten die Nassauische Heimstätte aktivieren, damit sie Motor des Wohnungsbaus in Hessen auch ist. Und, oh, er ist jetzt gerade nicht da, Sie könnten, der hessische Finanzminister könnte hergehen und sich im Beirat der KfW dafür einsetzen, dass ein oder zwei Jahre auf Ausschüttungen verzichtet wird und dafür Wohnungsbau, Qualifizierung von Wohnungen und energetische Sanierung ermöglicht wird. Das sind nur einige Vorschläge, die wir die ganze Zeit gemacht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Werden Sie tätig, fangen Sie an zu arbeiten. Kollege Siebel, die Zeit naht. Und was dann wirklich die Nuss auf dem Pudding ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, dass die Landesregierung zugegebenermaßen die Mittel für den Städtebau, die Städtebaufördermittel, nicht zu 100% abgerufen hat. Ich halte das für einen Skandal. Das zeigt, dass Sie die Städtebauförderung zu Ihrem Sparschwein Ihrer Haushaltseinsparungen machen. Das muss verändert. Kollege Siebel, die Nuss auf dem Pudding, aber die Redezeit ist jetzt wirklich beendet. Jetzt irgendwie wie dem Kollegen Lotz, ich brauche eigentlich das Mikro nicht. Es ist gesagt, was ich sagen wollte. Das war keine Kritik an Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Habe ich auch nicht verstanden als Kritik. Wer kritisiert mich schon? Das Nächste, der Kollege Lenders, der nächste Redner, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, der Wohnungsbau beschäftigt uns immer wieder. Und zugegeben, die Situation wird in den nächsten Jahren nicht einfacher, zumindest das, was den Ballungsraum anbelangt. Das ist ganz klar. Dass die Menschen, die jetzt noch in ihren Erstaufnahmeeinrichtungen sind, dass die Menschen, die einen Asylantrag genehmigt bekommen, dann auch auf den Wohnungsmarkt drängen, meine Damen und Herren, das ist auch gut so, weil nur dort, wo man lebt, kann auch Integration stattfinden. Und genauso muss das sein. So können Menschen wirklich in Deutschland integriert werden, indem sie als Nachbarn bei uns wohnen. Das stellt uns natürlich dann auch vor Herausforderungen. Es gibt dann viele Menschen, die sich auch jetzt nicht mit günstigem Wohnraum versorgen können. Aber das ist vor allen Dingen auch ein Problem im Ballungsraum. Das muss man auch wieder klar definieren. Die andere Seite hat der Kollege Siebel jetzt leider nicht angesprochen, nämlich dass wir zunehmend Leerstände haben im ländlichen Raum, dass dort die Menschen permanent wegziehen. Wir brauchen eine gute Verkehrsinfrastruktur. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, was das Breitband anbelangt, damit die Menschen in ihrer Heimat leben können, damit sie dort vernünftig wohnen können. Darum haben wir einmal das Eigentum zu fördern in den Vordergrund gestellt, weil das war vor allen Dingen auch ein Förderprogramm für den ländlichen Raum. Und ohne ländlichen Raum wird man diese Herausforderung nicht lösen können. Alleine der Ballungsraum wird es nicht stemmen. Und meine Damen und Herren, was dann auch immer wieder vergessen wird, ohne die privaten Investoren wird es auch nicht gehen. Bei all dem, was die Nassauische Heimstätte, was die Wohnungsbaugenossenschaften wirklich leisten, was günstigen Wohnraum anbelangt, muss man sagen, ohne privates Kapital kann man diese Herausforderung am Wohnungsmarkt nicht stemmen. Und das Erste, was Sie sagen, die, vor allen Dingen auch die Privaten, aber das trifft genauso die Wohnungsbaugenossenschaften, was Sie überhaupt nicht vertragen, ist, wenn Sie investieren wollen, dass dann als Erstes die Antwort von Politik ist Steuererhöhung. Das Nächste ist die Mietpreisbremse, Fehlbelegungsabgabe, jetzt geplant die Umlage für den ÖPNV. Meine Damen und Herren, das erschwert die privaten und auch öffentliche Investitionen. Meine Damen und Herren, so kann man das Problem Wohnungsbau nicht angehen. Das, was vor allen Dingen gebraucht wird im Ballungsraum, sind Grundstücke. Und es ist an der Zeit, dass die Hessische Landesregierung hier auch mit der Bundesregierung dieses Thema bespricht.
Es gibt viele Grundstücke, die in der Verantwortung der BIMA liegen. Hier muss man die Gesetze, die dazu dienen, um diese Grundstücke zu verwerten, muss man überprüfen angesichts der Tatsache, dass wir nun vor einer nationalen Herausforderung stehen, wo Menschen zu uns kommen, wo wir Grundstücke zur Verfügung stellen müssen. Dann müssen wir die alten Haushaltsgrundsätze, die dort gegolten haben, muss man ein Stück mal zur Seite schieben. Und wir, meine Damen und Herren, wir brauchen mit Sicherheit auch mehr Flexibilität für die Investoren. Das heißt also, wie lange lasse ich die Investoren in der Bindung drin? Welchen Grund und welchen Zweck schiebe ich dem Investor hinterher, damit er geförderten Wohnungsbau betreibt? Meine Damen und Herren, dort müssen die Standards, die einmal gegolten haben, auf den Prüfstand. Wollen Sie ernsthaft den Wohnungsbau in Hessen ankurbeln? Und da hilft es eben auch nichts, dass man permanent jetzt irgendwelche Gipfel, runden Tische, das haben wir jetzt beim Wohnungsbau, erleben wir das auch. Ich kann nicht nachvollziehen, wir haben einen Wohnungsbaukoordinator gehabt, der eine hervorragende Arbeit geleistet hat, vor allen Dingen, wenn es darum ging, Grundstücke vom Bund in die Hände auch von Wohnungsbaugenossenschaften zu geben, die dort sehr verantwortlich eine gute Arbeit dann leisten können. Meine Damen und Herren, ich kann nicht nachvollziehen, wenn wir vor diesen Herausforderungen stehen, wenn wir eine Stelle, die ganz konkret gehandelt hat, einfach unbesetzt lassen und dort dafür anstatt einen runden Tisch einberufen über die Frage, wie das passiert ist. Da kann man sich auch lange streiten. Aber da ist ein langer Weg, erst einmal, bevor überhaupt Entscheidungsprozesse in Gang gehen. Meine Damen und Herren, der Wohnungsbau ist ohnehin ein schwerfälliger Tanker. Den Steuermann dort unbesetzt zu lassen, das ist mit Sicherheit ein großer Fehler. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. – Das Wort hat die Frau Abg. Feldmayer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Vorredner haben recht, die Probleme auf dem Wohnungsmarkt sind nicht weniger geworden. Wir wissen auch, dass im Ballungsraum Rhein-Main vor allen Dingen bezahlbarer Wohnraum für alle Einkommensklassen sehr, sehr rar ist. Aber, meine Damen und Herren, aber Herr Siebel, Sie tun der Landesregierung, Sie tun uns Unrecht, wenn Sie uns dort vorwerfen, dass dort nicht gehandelt worden ist. Ich habe mich schon sehr, sehr gewundert darüber, dass Sie das Thema als Aktuelle Stunde angemeldet haben. Ich habe gedacht, Sie haben überhaupt nicht wahrgenommen, was das Kommunalinvestitionsprogramm mit seinen 230 Millionen € für Sozialwohnungen und für Flüchtlingsunterkünfte bereitstellt. Zusätzlich noch 25 Millionen € für die Infrastruktur bei Kommunen, die Erstaufnahmeeinrichtungen haben. Da habe ich mich schon sehr gewundert. Aus Ihrer Rede ist auch klar geworden, Herr Siebel, dass Sie nicht verstanden haben, dass diese 230 Millionen €, dass die auch für Sozialwohnungen zur Verfügung stehen. Also, da sagen Sie wirklich, da sind Sie wirklich auf dem falschen Dampfer unterwegs, Herr Siebel, und da muss ich Ihnen energisch widersprechen. Meine Damen und Herren, was diese Landesregierung in eineinhalb Jahren bei der Wohnungspolitik auf den Weg gebracht hat, das ist wirklich auch beachtlich. Wir haben das Gesetz für den Wohnraum geändert. Wir haben dafür gesorgt, dass wieder Sozialwohnungen vermehrt gefördert werden können mit dem Wohnraumsförderungsgesetz. Wir haben die Kappungsgrenzenverordnung auf den Weg gebracht, und die Fehlbelegungsabgabe wird ab 1. Januar 2016 in Kraft treten. Wir werden noch die Anhörung haben, das ist richtig so. Aber ich finde, für eineinhalb Jahre Wohnungspolitik ist das wirklich beachtlich, meine Damen und Herren. Diese 230 Millionen €, von denen ich gerade gesprochen habe, zusätzlich zu den 600 Millionen €, die für Wohnungsbau hier in Hessen bereitgestellt werden, sind wirklich sehr, sehr viel. Sie haben darauf hingewiesen, was die anderen Bundesländer machen. Sie haben darauf hingewiesen, was Rheinland-Pfalz macht. Ich habe mich einmal erkundigt, was die anderen Bundesländer machen in diesem Bereich, Wohnungen für Flüchtlinge bereitzustellen. Da sind wir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Rheinland-Pfalz stellt dafür 20 Millionen € bereit, 20 Jahre Laufzeit. Die Zinsen werden nur für die ersten drei Jahre bezahlt.
Baden-Württemberg 30 Millionen, Schleswig-Holstein 20 Millionen. Wir haben hier in Hessen 230 Millionen. Wir werden hier in Hessen 230 Millionen bereitstellen. Und ich glaube, Herr Siebel, das muss man bei dieser Debatte auch ganz klar und deutlich sagen. Die Landesregierung hat hier sehr, sehr schnell reagiert, und die Landesregierung hat auch reagiert, um zu schauen, wie wir schneller und besser bauen können. Sie hat die Allianz für Wohnen ins Leben gerufen, übrigens auch eine Forderung, die die SPD hatte. Die Allianz für Wohnen, ich bin mir ganz sicher, wird dafür sorgen, dass Unterbringungen für Flüchtlinge, dass Sozialwohnungen schneller und besser gebaut werden können. Dafür ist diese Allianz für Wohnen auch da. Es kann nämlich nicht sein, dass alleine der Staat dafür sorgt, dass sozialer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Wir haben natürlich die Verantwortung, aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Kommunen, das ist auch eine Aufgabe der Privaten, und die versuchen wir alle an einen Tisch zusammenzuführen, um zu schauen, wie man besser, effektiver und schneller bauen kann. Und dafür ist diese Allianz für Wohnen auch sehr, sehr gut geeignet, meine Damen und Herren. Das gleiche Engagement, das wir hier in Hessen zeigen, bei der Unterbringung für Flüchtlinge, natürlich wollen wir die zuallererst in sozialen Wohnungen unterbringen, in Wohnungen. Das ist doch unser aller Anliegen, denke ich, dass die Menschen dezentral und gut untergebracht werden. Deswegen legen wir auch einen Fokus darauf, auf den Bau von Sozialwohnungen. Aber dieses Engagement wünsche ich mir auch von der Bundesregierung in dieser aktuellen Situation. Da muss auch deutlich mehr kommen. Und wir müssen auch darüber reden, was passiert, wenn 2019 die Kompensationsmittel auslaufen. Darüber müssen wir auch einmal ganz, ganz verschärft darüber nachdenken, was passiert. Dann fehlen nämlich die Bundesmittel. Darüber habe ich noch nichts gehört von Ihnen, Herr Siebel. Sie haben auch die Nassauische Heimstätte angesprochen. Ich finde, die Nassauische Heimstätte zeigt da wirklich viel Engagement, auch in dem Vorschlag, was Sie gemacht haben zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die sogenannten Homies, das heißt, es gibt ein Modell oder es gibt ein Angebot für Kommunen von Modulbauweise, im Holz zum Beispiel, sehr gute Wohnungen für Flüchtlinge, die sehr schnell gebaut werden können, die sogar noch energetisch super gut sind, die schnell gebaut werden können, die kostengünstig sind. Das hat die Nassauische Heimstätte vorgestellt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot für die Kommunen. Und zu Ihrem, Frau Kollegin, Sie denken an die Zeit. Ich komme zum letzten Punkt. Und Ihr Vorwurf, dass die Mittel für die Städtebauprogramme nicht vollständig abgerufen worden sind, möchte ich darauf hinweisen, dass Ministerin Hinz auch eine Pressemitteilung zu diesem Thema herausgeschickt hat. In dieser Pressemitteilung wird ja ganz deutlich, dass kein einziger Antrag für das Programm Soziale Stadt, was extrem wichtig ist, da gebe ich Ihnen auch recht, abgelehnt worden ist. Also von daher läuft auch dieser Vorwurf ins Leere, Herr Siebel. Also lieb. Ich bin so lieb. Also zusammenfassend gesagt, die Landesregierung hat in 1,5 Jahren extrem viel Engagement gezeigt, und wir werden natürlich daran weiterarbeiten. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Feldmayer. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor wenigen Tagen hat das auf Stadtentwicklung spezialisierte Pestel-Institut eine Studie vorgelegt, aus der hervorgeht, dass deutschlandweit 800.000 Sozialwohnungen fehlen. Dass auch in Hessen eine große Unterversorgung vorhanden ist, ist hinlänglich bekannt. Von 1991 bis 2014 hat sich der Bestand an Sozialwohnungen von 206.000 auf 110.000 Wohneinheiten halbiert. Allein in den letzten beiden Jahren sind über 8.200 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen. Gleichzeitig stieg die Anzahl der gemeldeten Anspruchsberechtigten in Hessen auf 45.000 Haushalte. Die in den vergangenen Jahren getroffenen Maßnahmen der CDU-geführten Landesregierungen, sei es nun mit der FDP oder, Frau Feldmayer, mit den GRÜNEN,
waren zu keiner Zeit in der Lage, diesem dramatischen Verlust an preiswertem Wohnraum etwas entgegenzusetzen. Im Gegenteil, die Beschleunigung des Abbaus sozusagen von Sozialbindung hat in den letzten zwei Jahren noch zugenommen. Im Gegenteil, die Entscheidung, mit den Mitteln für den sozialen Wohnungsbau, das haben Sie ja gerade angesprochen, den Bau von Einfamilienhäusern weiter zu fördern, haben sich als wohnungspolitischen Irrweg herausgestellt. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder bei allen Haushaltsberatungen Sonderprogramme zum Bau von 4.000 neuen Sozialwohnungen sowie von weiteren 2.000 Studierendenwohnungen, und das gehört auch zum Thema, meine Damen und Herren, pro Jahr gefordert und legen seit Jahren entsprechende Haushaltsanträge vor. Diese Anträge wurden von Ihnen Jahr für Jahr abgelehnt. Dass beim sozialen Wohnungsbau nichts vorangeht, liegt im Übrigen, und da bin ich der festen Überzeugung, zudem an der Umresortierung dieses Bereichs vom Wirtschafts- zum Umweltministerium. Dort findet nämlich außer Ankündigungspolitik nicht statt. Und Ihnen, Frau Ministerin, merke ich ein geringes Interesse an diesem Thema an. Durch den anhaltenden Zustrom von Geflüchteten hat sich die Situation weiter zugespitzt, und es ist absehbar, dass der Kampf um die wenigen preiswerten Wohnungen zwischen den seit Jahren gemeldeten Familien und den Geflüchteten in absehbarer Zeit in den Städten und Gemeinden große politische Sprengkraft besitzt. Deshalb dürfen wir wohnungspolitisch nicht zum Tagesgeschäft übergehen. Die Nassauische Heimstätte zum Beispiel sollte sich endlich auf ihren Ursprung wieder zurückbringen, den sie seit 90 Jahren oder über 90 Jahren in ihren Leitlinien hat, und sich darauf besinnen, dass sozialer Wohnungsbau, der Erhalt, die Entwicklung und der Neubau ihr Haupt- und zentrales Geschäft ist und nicht der Verkauf von Eigentumswohnungen an Reiche. Wir brauchen ein nachhaltiges Wohnungsbauprogramm für Familien mit geringen Einkommen wie für Geflüchtete, damit wir alle hier lebenden Menschen würdig unterbringen können. Dafür sind aber entsprechende finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen. Und Frau Feldmayer, ich sage mal, da reicht es in der Tat nicht aus, die Mittel um 230 Millionen € in fünf Jahren im Laufe der Legislaturperiode zu erhöhen. Denn nach Adam Riese heißt 230 Millionen € bei einem Subventionsbedarf pro Wohnung von 100.000 € eben zusätzliche 2.300 Wohnungen in fünf Jahren. Und das ist viel zu wenig. Was wir brauchen in den kommenden Jahren, ist nämlich ein Wohnungsbauprogramm, wo mindestens 10.000 Wohneinheiten pro Jahr gefördert werden. Das ist eine Riesensumme, weil ansonsten eine Eskalation auf dem Wohnungsmarkt droht. Das ist durch bloßen Neubau, das geht ja nicht so schnell, von Wohnungen natürlich nicht möglich. Und deshalb müssen wir endlich auch über Umwandlung von leerstehenden Büroräumen in Wohnungen nachdenken, meine Damen und Herren. Allein in Frankfurt stehen rund 1,5 Millionen Quadratmeter Büroraum leer. Viel von diesem leerstehenden Raum könnte nachhaltig zu Wohnungen umgebaut werden. Der Ministerpräsident hat vorgestern in seiner Regierungserklärung viele Worte zum Thema Flüchtlingsunterbringung gefunden, ohne jedoch konkret zu werden. Warme Worte sind aber auch schon in den vergangenen Jahren genug gewechselt worden. Was wir brauchen, sind endlich flüssige Konzepte und massive finanzielle Unterstützung von Genossenschaften und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Caspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese Koalition steht dafür, dass alle Menschen in Hessen angemessenen Wohnraum finden. Und wir nehmen die Herausforderung, die wir jetzt durch die Zuwanderung der Flüchtlinge in unserem Land haben, energisch an. Und wir wissen, dass wir hier noch einiges zusätzlich auf den Weg bringen werden. Aber ich kann zur Beruhigung der Opposition sagen, auch das werden wir meistern.
Auch hier gilt Erhalt vor Neubau. Das heißt, wenn wir uns in Hessen anschauen, dass wir insbesondere in ländlichen Regionen ja ganz erhebliche Wohnungskapazitäten haben, dann müssen wir versuchen, Menschen zu motivieren, auch in diesen Regionen zu bleiben oder sich in diesen Regionen anzusiedeln. Wie kann uns das gelingen? Zum einen, indem wir die Infrastruktur im ländlichen Raum ausbauen, damit wir die Erreichbarkeit attraktiver machen. Wir müssen uns darum bemühen, dass Unternehmen sich im ländlichen Raum ansiedeln. Denn dort, wo Arbeitsplätze sind und entstehen, da gehen auch Menschen hin. Insoweit ist es, glaube ich, auch sehr ressourcenschonend, wenn wir zunächst einmal uns damit beschäftigen, wie wir dafür sorgen können, dass die Menschen, die im ländlichen Raum sind, bleiben können und dort auch hinzuziehen, weil sie dort Arbeitsplätze finden, wenn wir dort welche ansiedeln. Aber wir wissen auch, dass es insbesondere im Ballungsraum Rhein-Main einen erheblichen Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum gibt. Die Äußerungen von Herrn Schaus dazu, wir brauchen immer noch mehr staatliche Programme. Herr Schaus, erstens mal, diese Landesregierung hat unglaublich viele Programme auf den Weg gebracht für den Wohnungsbau, so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie kennen doch die Zahlen selbst. Zumindest wenn Sie einmal lesen, dann sehen Sie, dass wir ein 600-Millionen-Programm haben, dass wir jetzt noch einmal ein 230-Millionen-Programm obendrauf gelegt haben. Aber wir wissen auch, dass das Engagement des Staates alleine nicht ausreicht. Das kann jeder im Kopf nachrechnen. Wenn wir alleine in Frankfurt Zuzüge haben pro Jahr von 15.000. Nur um mal eine Zahl zu nennen, wenn wir im Rhein-Main-Gebiet Wohnraum für zusätzlich 50.000 Menschen schaffen wollen und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir erheblich weniger als heute die Menschen im Durchschnitt haben, nur 30 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen, dann brauchen wir 150.000 Quadratmeter Wohnfläche. Wenn der Quadratmeter im Schnitt 2.000 € kostet, brauchen Sie 3 Milliarden €, um 50.000 Menschen zusätzlichen Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet anzusiedeln. So, und da werden Sie doch nicht ernsthaft behaupten, wir regeln das Thema so, wie Sie es in der DDR gelöst haben, nämlich der Staat baut die Wohnungen. Das hat auch da schon nicht funktioniert, und in Hessen würde es auch nicht funktionieren. Nein, meine Damen und Herren, staatliche Programme sind notwendig und sinnvoll, vor allem als Anreizsysteme, um Private zu motivieren, zu investieren. Und, meine Damen und Herren, wenn es uns gelingen soll, Private zu investieren, dann muss natürlich das Land hier weiter mit seinen Programmen arbeiten und macht es auch sehr erfolgreich. Und da möchte ich Frau Ministerin Hinz sehr danken dafür. Sie sind sehr engagiert in der Wohnungspolitik, und das wissen die Menschen. Vielen Dank dafür, und das wird auch erfolgreich sein. Aber wir wissen auch, das kann nicht das Land alleine stemmen. Gerade durch die Zuwanderung der Flüchtlinge haben wir erhebliche Herausforderungen. Das wird eine Gemeinschaftsaufgabe sein zwischen Bund, Land und Kommunen. Und der Bund wird sich bewegen müssen in Sachen Mietrecht, in Sachen Steuerrecht, um für private Investoren Mietwohnungsbau wieder interessant zu machen. Man muss sich doch einmal Gedanken machen, warum sich die Versicherungswirtschaft, die früher der Hauptinvestor für den Mietwohnungsbau war, sich zurückgezogen hat. Heute haben die Anlageprobleme, weil mit Staatspapieren die notwendige Rendite nicht mehr zusammenkommt. Und die hätten Interesse, im Mietwohnungsbau zu investieren, wenn man da viele Hemmnisse beseitigen würde. Aber da ist der Bund gefragt. Und zu den Kommunen muss ich sagen, da gibt es viele Erhaltungssatzungen, Milieuschutzsatzungen, Baugestaltungssatzungen, die auch den Mietwohnungsbau verhindern. Auch hier müssen wir erwarten, dass die aktuellen Anforderungen angenommen werden und umgesetzt werden. Ich glaube aber, dass wir das gemeinschaftlich Land, Bund und Kommunen stemmen werden. Wir sind jedenfalls auf einem guten Weg und engagiert und werden das auch so umsetzen. Vielen Dank, Kollege Caspar. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Priska Hinz.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für diese Aktuelle Stunde, weil sie gibt mir Gelegenheit, die Aktivitäten der Hessischen Landesregierung in Sachen Wohnraumförderung darzustellen. Anscheinend ist es an der SPD irgendwie völlig vorbeigegangen. Also, jetzt bekommen Sie einmal erklärt, was wir alles machen. Wir haben in dieser Wahlperiode über 600 Millionen € zur Verfügung für die Wohnraumförderung. Wir sind eines der wenigen Bundesländer, das die 30 Millionen € Kompensationsmittel des Bundes tatsächlich auch zweckgebunden im Wohnungsbau einsetzt. Damit können wir in diesem Jahr 150 Millionen € für soziale Wohnraumförderung ausgeben. Das schauen Sie sich einmal bei anderen Ländern an, wie das funktioniert. Das ist bei Weitem nicht das Level, was wir hier in Hessen erreichen. Heute wird das Investitionsprogramm eingebracht für die Kommunen eingebracht. Das eröffnet den Kommunen zusätzliche finanzielle Spielräume, 230 Millionen € für sozialen Wohnraum und die Unterbringung für Flüchtlinge. Und zwar beide. Alle Bevölkerungsgruppen sollen hier profitieren können. Und, Herr Siebel, wenn Sie nicht in der Lage sind, einen Gesetzentwurf zu lesen, dann können wir Ihnen leider nicht helfen an dieser Stelle. Ich würde mir wünschen, dass der Bund nicht nur Presseerklärungen verschickt, sondern tatsächlich auch deutlich macht, wie er die Länder unterstützen will in der Frage soziale Wohnraumbeschaffung und Unterbringung von Flüchtlingen. Von Presseerklärungen allein haben wir keine Förderung und keine Unterstützung. Ich bin gespannt, was die Bundesregierung heute in den Verhandlungen den Ländern hier tatsächlich nicht nur anbietet, sondern dann auch bereitstellt. Ich will zu den Beispielen, die die Abgeordnete Feldmayer hier vorgestellt hat, noch eines hinzufügen. Das rot-rot regierte Brandenburg hat jetzt verkündet, die Wohnraumförderung von 40 auf 70 Millionen € zu erhöhen. Gestern Presseerklärung. Selbst wenn man das auf die Einwohnerzahlen umrechnet, ist Hessen um Längen besser. Schwarz-Grün ist hier eindeutig besser. Das will ich an dieser Stelle sagen. Wir haben, wenn Sie, ach, das ist ja interessant, dann erkundigen Sie sich bitte mal. Meine Damen und Herren, bitte um Aufmerksamkeit. Wir haben zusätzliche Förderlinien eingerichtet für studentischen Wohnraum. Da sind bereits viele Anträge bestätigt worden, sowohl von Studentenwerken als auch von Privaten. Wir haben ein neues Programm aufgelegt, das in Kraft ist, Herr Siebel, für mittlere Einkommen. Auch hier findet bereits die erste Runde statt der Antragsabgaben. Und Sie sollten nicht vergessen, dass wir bereits auch die Konditionen verbessert haben. Die Förderzinsen wurden vor Kurzem ermäßigt von 0,9 % auf 0,6 % im Mietwohnungsbau einschließlich der studentischen Förderung und von 1,2 % auf 0,9 % in der Modernisierungsförderung. Auch dieses hilft tatsächlich im Markt, verbesserte Konditionen zu haben, damit wir auch das Geld wirklich ausgeben können. Und bislang konnten wir alle Anträge, die aus Hessen gekommen sind, bescheiden. Also, wir haben keinen Antragsstau. Wir haben die Kappungsgrenze eingeführt, die Verordnung für den Mieterschutz bei Umwandlung in Eigentumswohnungen verlängert. Die Fehlbelegungsabgabe wird demnächst in Kraft treten. Die Mietpreisbremse, da werten wir gerade die Anhörung aus, dann wird sie in Kraft treten. Sie sehen, ich
bin dabei, auch mit der Allianz für Wohnen an vielen Stellen in Hessen dafür mitzusorgen, dass sozialer Wohnraum entsteht, dass wir auch die Modernisierung von Wohnungen vorantreiben. Wir werden ab der nächsten Woche in Arbeitsgruppen mit der Allianz für Wohnen, wo wir konstruktive Gespräche haben, im Bereich der Bauordnung, der Frage der energetischen Sanierung, aber auch der Frage, wie wir zur Nachverdichtung kommen können in Städten und wie wir in ländlichen Bereichen durch Ankauf von Wohnungen, aber auch von Möglichkeiten der Sanierung zusätzlichen Wohnraum schaffen können. Auch dieses wird der Erleichterung dienen. Und ich freue mich, dass die Verbände konstruktiv sind. Und ich finde, die Opposition sollte sich von den Verbänden, vom Mieterschutzbund über die Wohnungswirtschaft bis hin zu den Kammern eine Scheibe abschneiden. Einen allerletzten Punkt. Ich habe es geschafft, dass mit dem Nachtragshaushalt 2014, der die Lücke für die Finanzierung der sozialen Stadt geschlossen werden konnte. Wir haben 6 neue Standorte im Jahr 2014 aufgenommen, 6 neue Standorte im Jahr 2015. Wir werden im Haushaltsjahr 2016 wiederum zusätzliche Mittel einstellen, damit alle Anträge beschieden werden können. Auch hier haben die Kommunen uns an ihrer Seite. Ich freue mich, dass die Aktuelle Stunde hoffentlich dazu dienen konnte, Ihre Informationslücken alle zu schließen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Keine weitere Wortmeldung mehr. Damit ist diese Aktuelle Stunde besprochen.